Hallo und willkommen bei Couch Gaming Deluxe. Heute habe ich Deluxe oder Deluxe? Deluxe. Deluxe. Hallo und willkommen bei Couch Gaming Deluxe. Ich bin's wieder, euer Heggy, und als Gast habe ich wieder den Carnage Kevin. Voll überzeugend, ja, den Carnage Kevin. Da, letztes Mal haben wir mal auf mit der scheiß Figur zu rotieren. Ja, letztes Mal haben wir Neo Contra ja, gespielt. Der PlayStation 2. Genau, und heute haben wir ein ziemlich neues Spiel auf der PlayStation 4, nämlich Helldivers. Lässt sich wunderbar im Couch-Koop spielen, bis zu 4 Spielern. Koop wie lokal wie online. Und es ist stark an die Serie, nicht an die Serie, doch an die Filmserie kann man jetzt quasi schon sagen, an den Film Starship Troopers von Paul Verhoeven. Wir sind regierungstreue Soldaten, ja, die steigende Scheißteile ein. Ja. Die fremde Welten befrieden. Von den Machern von Magica. Und wer das gespielt hat, der weiß ganz genau, was ihn erwartet. Nämlich eine Menge Chaos und Friendly Fire. Ein Top-Down Twin-Stick-Shooter. Die Mission beginnt. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir uns jetzt gleich besser schlagen. Also es ist schon wahnsinnig schwer. Ja. Man kann nicht einfach nur hier einen der rechten Sticks in die Richtung drücken und feuern. Wir haben begrenzte Munition, wir haben Friendly Fire, wir haben massenhaft Gegner, wir schauen mal. Vor allem Friendly Fire, wenn ja. AG einen die ganze Zeit umbringt. Ja, ist also. So, ich geh ran, halt sie ab. Let me do it. Ich setze jetzt hier gleich mal ein Geschütz. Ja, aber nicht direkt vor unsere Nulpe. Ich mach hier. Ja. Wie schön ist das? Ganz toll. Wir sind noch nicht entdeckt worden. Ja, aber das kommt gleich. Da, schieß ab! Aber wir haben schon eins, wir können jetzt schon gehen. Achso? Hä? Ist es schon aktiviert? Ja. Alles? Oh, super, ne? Komm, geh. You see me running. You see me rolling. Trolling. Lad mal nach. Ich? Ja. Ah, stimmt. So, hier rechts oben ist irgendwo. Ich stelle dann das nächste Geschütz. Ja. Genau. Halt gleich mal hier die nächsten Beobachter mir vom Leib. Ja. Wo sind die? Und zack. Ja. Man könnte nicht einfach nur X drücken, nee, man muss auch noch eine Kombi machen. Ja, mit L1, wenn man das hält, sieht man es rechts, links unten. Da kann ich jetzt verschiedene Sachen. Ich kann meinen Mitspieler wiederbeleben. Ich kann Munition anfordern. Was kann ich noch? Ich glaube, irgendwelches Waffentech oder sowas. Ich weiß, das ist irgendwas komisch. Das war das, was mich die ganze Zeit umgebracht hat. Tak. Probieren wir das auch nochmal aus. So. Und bloß nicht dort stehen, wo hier diese schönen Teile. Weil dann geht man nämlich Hops. Oh, guck mal, andere Waffe. Oh mein Gott, ich will auch dann hoch. Boah, ich hab Wumms. Gib mir! Bereitheit, Aufrüstung ist unterwegs. Boah. Ja, du darfst dich leider nicht reinstellen. Wir müssen noch jetzt 30 Sekunden überlegen. sehr gut gemacht. Ja. Was soll das jetzt heißen? Ja, stell dich da nicht hin, direkt für deine Waffe. So der Running Gag für heute. Boah, mein Umhang. I'm too sexy for this. Also so viel von wegen, es ist auch schwer. Ja, wir haben gerade mal eine Proberunde gemacht, weil ich wollte ja Kevin erklären, wie das funktioniert. Und wir haben uns ultra gut geschlagen. Ja, und jetzt weg, hier, dahin. Jetzt kommt nämlich das Shuttle runter. Das habe ich beim ersten Mal auch gemacht. Ich habe mich direkt dorthin gestellt. Und du warst tot. Und sofort geblättert. So platt. Ja.
sag. Ey, das war der Hammer. Der ist echt gut. Ja? Ja. Ja, ja. Also wir haben ja nur 14 Mal geübt. Mindestens. Ja. Ja, und irgendwie müssen die Helldivers ja, irgendwie drei verschiedene Rassen ausrotten, um Freiheit zu bringen. Genau. Wir kämpfen gerade gegen irgendwelche Roboter-Viecher. Ja. Und dann gibt es noch die Bugs und nochmal eine dritte, keine Ahnung. Oh, geil. Neue Waffe. Ich glaube, was kriegen die? Die ist, hat er schon auch bekommen, ist die 2125 Freight. Okay. Ah, ist ja der Hammer. Carnage Kelvin. Zu geil. Dann müssen wir gleich zum Waffenstand. Die Freiheit hat einen Hohen. Den an. Was? Ja. Die Freiheit hat ihren Hohen. Okay, also Waffenkammer, gehen wir dann mal hin. Und ich meine, ich kann im Moment nicht das coole Zeug auswählen. Ja, gehen wir oben mit L1, R1 auf Waffen. Ja. Da, Breaker. Zum Freischalten, ja. Bitches be snacking. Wenn du da cooles Zeug machst. Ja. Wollte ich mich drehen, aber das geht nicht. Ja, jetzt nehme. Schade. Warte mal. Ich kann ja hier die Taktik ausrüsten, was kann ich denn? Ich kann immer noch nichts. Du hast den einen Punkt schon vergeben. Ja, ja. Das war's. Das war echt toll. Okay. Moment, jetzt können wir ja fragen. Okay, ach, da gibt nur Infos. Genau. Welche automatische Schrotflinte will ich? Ich will das richtig bum bum machen. Unser Heimat-Ding. Ja. Ja. Ist die Rolling. Das ist die Übererde. Okay. Ja. Über, ja, also nicht Übererde. Nur die Erde, sondern die Übererde. Ich will da rechts rein. Ich geh. Galaktische Kampagne. Anspruchsvollere Planeten sind verfügbar. Noch anspruchsvoller. Okay. Nicht nur mit zwei, sondern mit drei Missionen. Nackt. Moment, wir gehen so nah wie möglich hier ran. Genau. Man kann auch Proben einsammeln und ich glaube, da kann man irgendwelche Upgrades freischalten. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt gestern heruntergeladen. Wow. Die Mission beginnt. Was bringt mir das jetzt? Ah. Du kannst. Wie kann ich das auswählen? Du kannst auch noch andere Sachen. Dann hast du zwei Geschütze. Guck. Ist das nicht der Hammer? Was? Wo? Du kannst andere Sachen wegschmeißen, dann hast du. Was ist das hier? Das war die Zusatzwaffe. Moment, Moment, das ist Munition, das andere ist Wiederbeleben. Ja, ich möchte da nicht drauf. Ich möchte da jetzt irgendwie nicht drauf verzichten, weil. Wo ist Wiederbeleben? Ich glaube, das ist das hier. Nee, das ist dieser Atomschlag, der. Mich immer. Ja, okay, nee, das machen wir immer. Ach doch, ja, genau, Vindicator Sturz Flugpunkte. Was? Da ist recht so. Was ist das? Unbemannte Hummeldrohne. Baby. Übermächtig. Nee, wir nehmen noch eine Minigun mit. Ich habe auch zwei. Man kann nie genug Miniguns haben. Definitiv. Ja. Also die Gegner sind die Illuminierte. Hammer. Ja. Aber wie gesagt, und es basiert ja auf Paul Verhoevens Starship Troopers, wo wir eigentlich. In Starship Troopers gegen die Bugs vorgehen von Clan Datu und auch hier. Ja. Yeah. Shut the fuck up. Ja. Wie heißt der? Paul Van Dyffen? Paul Verhoeven. Und das ist nach dem Roman von Paul Robert. Van Dyffen. Nein, Robert A.W. Mach Platz! Bitches be snacking. Mach Platz. So, schnell hin. Du hast mich abgeschossen. Wieder mal. Halt sie weg. Ich schmeiß mal hier Granate. Ja, was sind die zwei Waffen? Aktivier mal. Ja, das geht ja. Wow. Ach, du hast gar nicht diese Schrotflinte genommen, oder? Nee. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, ganz ans andere Ende der Kammer kommen. Wir laufen los. Wir versuchen hier ganz ernst unsere Aufgabe nachzugehen. Ja. Du kannst auch rennen, gell? Ja, ja. Aber ich bin eine Frau, ich kann nicht so lange rennen. Naja. Ist echt so? Ja.
Ohne Spaß. Die kann nur das hier. You see me. Ja. Halt mal lieber deine Augen offen. So. Sind wir bald da? Ich glaube, wir sind gleich da. Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Verhoeven. Ja. Der hat auch so geile Sachen gemacht wie Total Recall. The Total Recall. Oder gib mir Bier 3. So. Hau halt all deine. Genau. Hol dein Zeug raus. Du fallst mir nichts. Wenn du schon zu mir stehen musst, alles. Bleiben einfach nur hier hin. Mach mal, ich fahre mal so ran. Zap, zap. So. Ausrüstung ist unterwegs. Es ist quasi. Street Fighter unter dem Shooter. Der Street Fighter unter dem Bier. Der Shooter, ja. Ich bin halt ein bisschen sorry. Zack, und da sieht man es jetzt hier. Hier gibt es Munition. Gleich mal. Wie mich dein Geschütz plattgemacht hat. Mit Hunde. Alles, wenn ich. Ich bin noch nicht tot. Deswegen kann ich X drücken und dann bin ich da. Oder durchaus der Schusslinie gehen. Überleben hilft. T-30 Sekunden. T-30. Ja, okay, es ist jetzt. Dein Geschütz ist schon weg, meins. Hörst du das? Naja, aber in 30 Sekunden ist das packen wir. Epische Musik? Ja. Ich krieg so richtig die Starship Trooper. Das Gänsehautnippel. Ja. Gänsehautnippel? Ja, so wie am Schluss. Wenn dann Sergeant Rico. Gespielt von Arnold Schwarzenegger? Nee, nee. Von Casper Van Dien. Ah ja. Aber das ist früher. Ja klar. Jetzt läuft's ja richtig gut, ja. Klar, wir müssen ja, ja. Der Hammer. Lübrig. Aber ich muss ehrlich sagen, die Schrotflinte ist voll geil. Ja. Johnson, mit der Hammer. Können wir mal irgendeine andere Rasse ausrotten? Das klingt jetzt blöd, aber in dem Spiel ist das Ziel, Rassen auszurotten. Ah ja, wir suchen jetzt mal einen anderen Planeten raus, okay? Ja, würde ich mal sagen. Und in der Zwischenzeit machen wir Werbung. Wir empfehlen nämlich euch fürs Couch Gaming die wunderbaren Snacks von Chio. Halt es richtig die Kamera rein. Ja, Chio Chips. Nämlich, wer sich Lays nicht leisten kann, holt sich die Extra Deep. Now available in all stores. Magst du das Gerolsteiner Wasser? Wenn nicht. Wasser? Nee. Okay, dann lasse ich dir das Ginger Ale und ich trinke das Wasser. Ja, trink ruhig das Wasser. Okay. Mach ruhig weiter so. Mach ruhig weiter so mit deinem ekligen Wasser. Einfluss 1 von 1. 2 Community Einfluss, sehr gut. Es wurde nicht in die galaktische Kampagne hochgeladen. Ja, weil ich nicht mit dem Netz verbunden bin. Ja. Tieffliegerangriff. Oh, geil. Das ist ja immer das Schöne an solchen Spielen, die Upgrades. So, wenn wir jetzt hier mal an die galaktische Kampagne rangehen. Genau, da sehen wir auch die drei. Ja. Oh, ich will gegen Cyber. Wir waren im Prometheus und jetzt Heimat der Bugs. Da gehen wir hin. Da finden wir die Starship Troopers, Bugs. Mögliche Bedrohung, alles. Alles ist eine Bedrohung. Ja. Wo können wir schon hin? If it bleeds, we can kill it. Ja, RD4. Ist der Bruder von R2D2? RD4 ist der Bruder von R2D2. Ja, da fliegen wir jetzt hin. Mit Warp-Geschwindigkeit. Ja, mit unglaublicher Geschwindigkeit. Willst du noch deine Waffen umstellen? Ah, ne, halt, nein, es geht uns frei her. Ich will dein Loch. Mach weiter so. Reichen wir noch mal ein paar von den Extra. Ja. Die sehen absolut genauso aus wie Lays. Und, schmecken auch nach Bereiche erobern. Was ja. Ist mit Bereiche erobern? Oh, geil. Ich will aber da. Ich will. Ich will den Tiefflieger. Wir sind ja, ja. Freedom Fighters. Freedom Fighters, sehr klar. Ja. We bring freedom. Und wir essen unsere Freedom Chips. Deswegen habe ich auch den Liberator als Waffe. Hm. Möchten Sie mehr erfahren?
Starship Troopers müssen wir uns mal angucken. Das ist super. Das können wir machen, ja. Spielt nicht auch irgendwo Neil Patrick Harris mit? Ja. Da haben wir. Ja. So, Bereich erobern. So, hier rechts oben. Oh, hier, ja. Das ist ja wie in Starship Troopers schon, die Bugs. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. So, wieder Robert, da. CTF. Ich glaube, die Bugs sind die leichtesten. Glaub schon. Kann ich eigentlich in der Deckung schießen? Drück doch mal. Nö. Guck mal, was. Oh, 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 die sind ganz schön aggressiv. Ich stehe wieder auf. Oh, aus der Schusslinie. Bereich klar. Das war's schon, oder was? Da kommen ja noch welche. Achso. Ah, okay, wir können den Abgang machen. Das war ja brutal. Ja, es ist jetzt Mission 1 auf einem neuen Planeten, also. Das war auch, weil ich mich so gedreht habe. Ja, wahrscheinlich. You spin me right round, baby, right round. Like a rabbit, baby, right round. Guck mal, meine Fußabdrücke, die gehen im Kreis, die sind nachher voll verwirrt, die wissen gar nicht, wo wir langgelaufen sind. Ja. Da kommen schon wieder Bugs. Evakuierung bestätigt. Ich, zack. Ich mach da oben. So. Und dann machen wir mal Munition. Gleich hierher. Boah, ich stell mir das vor, wie man das zu viert spiele. Und alle töten sich gegenseitig. Ja, alle töten sich gegenseitig. Ich will jetzt den Tiefflieger ausprobieren. Ja, mach mal an. Aber ich will erst auf Bugs warten. Hast du es gesehen? Oh yeah. Das war geil. Ich hab zwar keinen Typ getroffen, aber es war cool. Ich lade mal nach. Das kann nicht schaden. Ich glaube, wir müssen gar nicht. Also, jetzt hab ich 9 Magazine. Unsere Geschütze, ich hab 12. Ha! Unsere Geschütze sind so der Hammer. Ich war entspannt, mal mit von dir die Tür zu machen. Nein, warte. Mit meinem Laser, Ey, hast du was im Auge? Ich möchte nicht mit meinem Laser. Oh, jetzt kommt er von hinten. Na, was ist das? Sind sie gut? Schau doch mal eins. Ja, weil irgendwie es dich getötet hat. Dich auch. Ja, großartig. Weg vom Anflug. Ah, die Bugs sind echt entspannt. Wie ein Starship Troopers. Waren die auch so entspannt zu drehen? Ja. Komm rein. Boah, ist das mächtig. Wir haben dem Planeten Freiheit gegeben. Mit der Hilfe von Chio. Natürlich. Schon mal so viel schöne Freiheit auf einem Haufen gesehen. Von der Lüge. Mehr Freiheit geht, ne? Das stimmt auch. Ich habe mehr Präzision. Wie viel? 8%. Ich war. Ja, ich war im gelben Bereich. Jetzt suchen wir mal hier. Machen wir mal Mission Nummer 2. 2, genau. Ah, die Cyborgs müssen wir auch noch was probieren später. Die was? Die Cyborgs. Cyborg? Ja, die Gegner. Achso, ja, okay. Ich glaube, die sind richtig heftig. Da stand da drin. Spaziergang im Park. Walking the Park. I don't walk in the park. Das war der Motivationstanz. Ja. Ich fühle mich so motiviert. Ich denke mal, davon machen wir ein paar Videos. Ja. Wir müssen es unbedingt im Vierer-Koop spielen. Ich, ja. Also, dann frage ich noch 2 Kumpels, die dann kommen. Sag mal, ich hoffe, dass es geht, dass wir auf der Couch sind und die spielen dann halt. Step Gosse. Genau.
die Abwurfzone aus. Also, ja. Schön, du Kacken, warum geht's denn weiter? Ich will jetzt doch wieder die Waffe, die wir kriegen.